Das Unternehmen Wohnmobile und Caravans Linke aus Wismar bietet seit 1990 einen umfangreichen Service rund um den Bereich Camping und Freizeit an. Von der Vermietung und dem Verkauf der Wohnmobile bis hin zur Reparatur reichen die Leistungen der Firma. Um mehr Transparenz und Digitalisierung in den Arbeitsalltag zu integrieren, stellte Geschäftsführer Uwe Linke einen Antrag auf Förderung beim Landesförderinstitut im Rahmen der Digitrans-Richtlinie. Die Fördersumme haben wir für ein Caravan-Softwareprogramm von der Firma CVO genutzt, was uns den Vorteil gebracht hat, dass wir sehr schnell mit den Herstellern direkte Informationen hatten zu Warenartikeln, der ganze Ablauf von Werkstattauftrag bis zum Auslösen, Beenden des Werkstattauftrages, um diese Abwicklung wesentlich abzukürzen. Kauf- und Reparaturabwicklungen der Firma werden durch die moderne Software effizienter und übersichtlicher. An den Computern in der Werkstatt werden kundenbezogene Daten sowie der aktuelle Stand der Reparatur in die Caravan-Software eingetragen. Dadurch können Mitarbeiter an der Kasse oder im Büro direkt auf die jeweiligen Daten zugreifen und damit weiterarbeiten. Aber nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus ökologischer Sicht hatte Uwe Linke die Software gekauft. Wir haben sie beantragt, weil wir gesagt haben in dem Moment, wir möchten gerne dort moderne Technik einsetzen, weniger Papierkram letztendlich zu schaffen und eben diese Nichtmöglichkeit eines Arbeitnehmers zu bekommen, durch die Technik letztendlich ersetzt haben. Mittlerweile kommen alle Mitarbeiter gut mit der Software zurecht. Durch diese neu integrierte Digitalisierung im Arbeitsalltag sieht sich Wohnmobile und Caravans Linke gut aufgestellt.